Interview mache ich ganz gewiss jetzt keins. Ich mache bei so einem Spiegel TV kein Interview, da bin ich da. Das mache ich sonst nicht, warum soll ich es heute machen? Wenn Sie mal, wenn Sie vom Spiegel TV sind, warum fragen Sie denn überhaupt? Für uns zum Ansehen irgendwie unterhaltsam, aber für die Journalisten nicht so freundlich. Helmut Kohl war ein Rhetorikmeister, der bei vielen verhasst war, weil er Techniken der schwarzen als auch der weißen Rhetorik verwendet hat. Und in dem Video zeige ich dir 2 Techniken der schwarzen Rhetorik und 3 Techniken der weißen Rhetorik, die er verwendet hat. Und zeige dir auch, wie du sie in deinem Alltag abwehren bzw. selbst nutzen kannst. Viel Spaß damit und viel kommunikativen Erfolg. Sie bin ich nicht, Herr Kohl. Herr Dr. Kohl. So, wir wollen ein bisschen Ordnung zwischen uns reinbringen. Herr Dr. Kohl, tut Ihnen... Ja, das will ich. Tut ich möchte keine tut Intimität mit Ihnen haben. Denkst du, dass er in der Szene ihn irgendwie nicht ganz bis zum Ende verstanden hat und dann aus Versehen unterbrochen hat? Sicher nicht. Ja, diese Technik des bewussten, ständigen Unterbrechens ist eine der schwarzen Rhetoriktechniken, weil sie bewusst darauf ausgelegt ist, den Gesprächsfluss bei der anderen Person immer wieder systematisch zu zerhacken, sodass die andere Person ihren Punkt gar nicht machen kann und so eine Dominanzebene aufgebaut wird. Das würde ich dir nicht empfehlen. Das ist eine sehr respektlose Technik, funktioniert aber in dem Fall, solange du dich nicht dagegen wehren kannst. Denn 2 Punkte kannst du tun, um dich dagegen zu wehren. Erstens, bleib gelassen. Wenn du dich hier von einer anderen Person triggern lässt, dann bist du schon in die Falle der anderen Person getappt. Das ist auch einer der Top 10 Fehler der Schlagfertigkeit, die ich auch in meinem Buch beschreibe. Und zweitens solltest du Metakommunikation nutzen. Also bleib gelassen, lass die andere Person ruhig ausreden, mach dann 2-3 Sekunden zusätzliche Pause, bevor du anfängst und sag dann, so, du hast mich jetzt 4-mal extra unterbrochen. Ich finde das sehr respektlos. Lass mich den Punkt ausmachen, sonst können wir hier nicht weiterreden. Wenn du das bewusst kommunizierst, auf eine selbstsichere, aber nicht so, lass mich ausreden Art und Weise, dann kannst du wirklich da wieder die Dominanz auf deine Seite auch zurückbringen. Schau mal, was er hier noch macht. Welchen Sender sind Sie denn? Vom Norddeutschen. Ja, so sind Sie auch. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Zugegeben, das so im Nachhinein zu sehen, hat schon einen gewissen Unterhaltungsfaktor, oder? Trotzdem ist es halt einfach eine respektlose Technik, rhetorisch gesehen ein Argumentum ad hominem, also quasi ein persönlicher Angriff. Und da solltest du natürlich unbedingt wissen, wie du dich gegen schützen kannst. Da würde ich dir vor allem die Techniken der harten Schlagfertigkeit empfehlen. Warum? Jemand, der austeilt, sollte auch einstecken können. Und das Spannende ist, in der folgenden Szene siehst du ein gutes Beispiel, ist jetzt keine schlagfertige Antwort, aber trotzdem geht er auf ihn und seine Wünsche ein, nennt seinen Namen, nennt, wo er herkommt, spricht ihn mit Doktor an und plötzlich reagiert auch Kohl viel freundlicher. Herr Dr. Kohl, guten Tag. Stuttgart Panorama, eine Frage. Wofür haben Sie die Gelder von Herrn Kirch bekommen? Ich habe überhaupt nicht die Absicht, mit Ihnen ein Interview zu machen. Warum nicht? Von Panorama. Ja. Wir wissen doch, was das heißt. Sie haben doch mit Journalismus nichts zu tun. Aber wofür haben Sie denn, für welche Tätigkeit haben Sie denn die Gelder bekommen? Damit ich Ihr Gesicht betrachte und das reicht mir. Das ist eine ganz andere Ebene und deswegen würde ich dir auch raten, Techniken der harten Schlagfertigkeit auf Lager zu haben. Weil wer austeilt, sollte auch einstecken können. Und dann solltest du also auch, wenn die andere Person dir einen blöden Spruch reindrückt, schnell kontern können, weil dann die andere Person merkt, oh, ich kann ja doch nicht alles mit der Person machen, dann seid ihr plötzlich so auf Augenhöhe und dann könnt ihr wieder über das Sachliche reden. Es ist nicht immer angenehm, aber du solltest schnell, klar und schlagfertig antworten können. Und ich meine, da gibt es wirklich viele Techniken, die erwiesen sind, die du 1:1 so übernehmen kannst. Wenn dich das interessiert, empfehle ich dir sehr den Meisterkurs der Schlagfertigkeit. Da sind Techniken der harten Schlagfertigkeit drin, auch die Top 10 Fehler der Schlagfertigkeit und auch noch 5 andere Arten und Weisen, wie du humorvoll oder inspirierend oder anders selbstsicher schlagfertig kontern kannst. Also Meisterkurs der Schlagfertigkeit verlinke ich dir unten in der Beschreibung. Schau mal, was er in der folgenden Szene macht. Für wen machen Sie das denn? Für wen sind Sie denn überhaupt? Ich weiß nicht, für wen Sie das machen, aber... Das klingt hier so beiläufig, kann aber wirklich auch für deinen Alltag eine starke Technik sein. Zum Beispiel, wenn du einen Vortrag hältst, jemand ruft irgendwie was aus dem Publikum rein. Anstatt das dann so anonym zu lassen, kannst du diese Technik nutzen, und zwar den Urheber zu erfragen. Entschuldigung, wer fragt das oder wer sind Sie oder aus welcher Abteilung kommen Sie? Das zeigt erstmal, dass du nicht unbedingt jede Frage annimmst oder auch eventuell personalisiert die Fragen annehmen willst und eben nicht so, also so anonymisierte, so unpersönliche Angriffe auch zulässt. Also anstatt dich da zu rechtfertigen, kannst du eben den Urheber erfragen, weil dann kannst du eventuell auch Gespräche überhaupt ablehnen. Sie kommen hierher mit einer vorgefassten Meinung. Sie reisen überall mehr nach. Ich habe Sie doch längst kennengelernt als das, was Sie sind.
Deswegen habe ich ja die Absicht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Zugegeben, das ist jetzt keine krasse Technik oder so, aber das ist ein wirklich wichtiger rhetorischer Skill, auch Gespräche einfach ablehnen zu können oder Gespräche auch zu beenden. Wirklich zu sagen, hey, wir haben da jetzt wirklich lange drüber gesprochen, wir drehen uns gerade im Kreis, wir sind, glaube ich, gerade beide zu emotional, um da zu einer guten Lösung zu finden. Lass uns jetzt nicht weiter drüber reden. Wir haben beide unsere Meinung einmal gesagt und nachher, wenn wir vielleicht beide entspannter sind, weiterreden, okay? So, weil dann kommunizierst du klar, hier ist die Grenze und das ist ja oft auch hilfreich, weil seien wir ehrlich, wir sind nicht immer so cool und rational, sondern wir selbst sind doch auch manchmal emotional und auch irgendwie bissig. Und da dann einfach zu sagen, sorry, lass uns nicht weiter jetzt drüber reden, es bringt einfach nichts, ich bin auch selbst gerade emotional, lass uns lieber nachher drüber reden, das führt oft zu viel liebevolleren Gesprächen. Dann noch eine Rhetoriktechnik oder eine wichtige Einstellung, die er auch hat, die du auch für deinen Alltag nutzen kannst. Von allen Ihren Kollegen stellen Sie in Deutschland die dümmsten Fragen. So wie mein Preis. Wo ich gehend stehe, ich weiß auch, was da mit dem Film gemacht werden soll, aber ich gewinne trotzdem die Wahl, was immer Sie da reinlaufen. Das ist schon spannend, weil die ganze Zeit er durchaus gute Sachen sagt und trotzdem immer so ein bisschen leicht unfreundlicher Unterton mitschwingt. Das kannst du aber hier, was er gemacht hat, auch für dich nutzen, und zwar Kernbotschaften zu haben. Du solltest wissen, wenn du eine Präsentation hältst, wenn du in einem Jobinterview bist, wenn du in einer Verhandlung bist, was ist der Kernpunkt, den du rüberbringen willst? Und den dann auch wenn du das Gespräch ablehnst oder wenn du sagst, hey, nee, das passt mir nicht oder was auch immer, den immer wieder einzuflechten, ist eine große Stärke. Warum? Weil du dann diesen Punkt immer wieder rübergibst und Wiederholung ist ein unglaublich starkes rhetorisches Stilmittel. Also, wenn es dich interessiert, wie du dich gegen schwarze Schlagfertigkeitstechniken, sage ich mal, wehren kannst und selbst mit positivem Beispiel vorangehst, dann hol dir den Meisterkurs Schlagfertigkeit unten in der Videobeschreibung, verlinke ich ihn. Dir ist auch ein kostenloser Videokurs dabei, der dir auch nochmal tiefer hilft. Also viel Spaß damit und mit den Techniken des Meisterkurses der Schlagfertigkeit. Alles Liebe und viel kommunikativen Erfolg.